So, deine Bastelzeit oder eher Reparaturzeit. Ja, es gibt immer so schöne Dinge, vor denen ich warne und keiner hört auf mich, wie das halt so ist. Eins, worüber ich relativ konstant mecker, das sind neuere Handys und so weiter und deren Akkus, weil da ist alles fest eingebaut. Das wird insbesondere zu einem Problem, wenn da halt so Geräte eingesetzt werden, die mehr Spielzeug als Gerät sind. Zum Beispiel halt sowas hier. Ja, ein wunderschönes Apple iPad. Ich glaube, R2 oder so müsste das hier sein. Das ist wirklich noch nicht mal als Spielzeug geeignet. Das ist einfach nur ein Dekorationsobjekt, was nicht benutzt werden sollte. Zum einen, ihr kennt wahrscheinlich die ganzen Rants darüber schon. Man kann es nicht wirklich reparieren, dadurch, dass eigentlich alles innen drin ist und man irgendwo dran kommt. Früher zum Beispiel hier, ne, wenn irgendwas war, hinten Deckel auf und Teile tauschen. Überhaupt kein Problem. Ja, Problem bei den iPads hier, klassischer Fehler. Na, die Leute wissen überhaupt nicht, wo sie es benutzen dürfen, nämlich nicht in Europa im Sommer, denn die maximale Arbeitstemperatur von so einem Tablet ist 35 Grad und wenn man in einer Wohnung ist, dann kann das schon mal darüber hinausgehen, wenn man nicht gerade die Klimaanlage laufen hat. Von Auto oder so wollen wir gar nicht erst reden. Das hier war in einem Raum, da hat jemand die Klimaanlage ausgeschaltet und genauso sieht das Ding dann halt jetzt auch aus. Es hat ein bisschen dicke Backen gemacht. Der klassische Fehler, der Akku ist überhitzt und hat sich aufgebläht. Das sehe ich relativ häufig bei Leuten, die so Apple-Geräte benutzen. Wieso sie es immer noch dann kaufen, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie auch immer, das Ding hier ist damit theoretisch ein Totalschaden, weil, naja, bei den alten hier, da hat es, wenn es den Akku gebläht hat, einfach die Rückwand weggedrückt und das war's. Hierbei ist es meistens eher so, dass, ihr habt es ja gesehen, nach vorne das Glas weggedrückt wird. Das biegt sich hier schon ziemlich böse nach vorne. Und das Problem ist, dass dadurch meistens der Bildschirm kaputt geht. Und dann ist das Ding halt, ja, Bildschirm kaputt, Akku kaputt. Eventuell, wenn, je nachdem, was sich gebogen hat, kann sogar das Board betroffen sein. Normalerweise sollte es nicht passieren, weil der Akku ist an der Seite und das Board sitzt nicht direkt dahinter. Aber ne. Dieser Hersteller schafft halt alles. Wie auch immer, das Ding ist quasi kaputt. Also probieren wir mal, ob wir das auseinander bekommen. Vielleicht habe ich ja Glück, das Display ist noch in Ordnung und wenn ich den Akku da mal auf Seite bringe, ist es wieder halbwegs benutzbar. Man muss ein bisschen aufpassen hier, weil die Akkus sind halt nicht unbedingt ungefährlich. Ihr kennt wahrscheinlich die Videos, wie so Akkus explodieren. Ich habe hier zur Sicherheit das Fenster offen, dann hat der Nachbar auch was davon. Aber generell, das Ding dürfte leer sein, von daher nicht ganz so tragisch. Ja, wenn wir da rein wollen, müssen wir die Vorderseite abnehmen. Das ist hier dieses Weiße. Glücklicherweise hat der Akku für uns ja schon angefangen. Was wir aber beachten müssen, hier ist ein Kleber dazwischen. Das heißt, das geht nicht so einfach. Heißt für mich, ich werde mit Heißluft anrücken. Nicht zu heiß machen, wir wollen das Ding nicht braten oder irgendwas da drin auslöten. Einfach so, was weiß ich, ein paar Grad höher, 60, 70, 80 Grad vielleicht, um den Kleber lose zu bekommen. Und dann können wir hier mit so einem Spudger an der Seite das Ding langsam aber sicher aufmachen. Wenn ihr die Chance habt, benutzt am besten keinen aus Metall, sondern irgendwas aus Plastik. Ich gucke mal gleich, ob ich noch einen da habe. Was man auch aufpassen muss, hier gibt es da drin entsprechende Flachbandkabel, die die Vorderseite mit der Rückseite verbinden. Die sind, soweit ich gesehen habe, großteils nur hier unten auf der Unterseite. Das heißt, in dem Bereich müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich werde erstmal oben lang gehen. Auch natürlich nicht zu weit reingehen, dass wir das Display nicht beschädigen. Sollte, denke ich, alles soweit klar sein. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier irgendwie Heißluft hinbekomme. Ne, das muss reichen.
Das Display, das kann man dann so nach hinten wegklappen. Muss man allerdings ein bisschen vorsichtig bei sein, denn da über meinem Finger, da sind zwei Flachbandkabel, die verbinden das Display nach rechts unter diese Metallkappe da, und entsprechend dann mit dem Mainboard. Die Flachbandkabel kennen wir ja schon, die sind nicht unbedingt so stabil, deswegen sollte man da nicht unnötig Kabel und Display in Gefahr bringen. Heißt also zuerst mal weg mit der Kappe da. Da sind drei kleine Kreuzschrauben drin. Sortiert die bitte gut weg. Beim iPad hat so ziemlich jede Position eine andere Schraubenlänge und die falsche Eindrehen macht Dinge kaputt. Wenn dann die Kappe weg ist, dann sind darunter insgesamt drei Stecker. Die kann man nach oben weghebeln und dann ist das Display frei und man kann das ganz auf Seite tun. Zwei Flexkabel, auf einem sind zwei, auf einem ist einer drauf. Wenn ich das Ding ins Licht halte, sehe ich zumindest mal noch keinen Riss hier drin. Das ist gut. Hier haben wir dann die beiden Akkus und die sind beide aufgebläht. Meh. Na gut, das hier ist der Akkuverbinder. Der hat nochmal eine kleine Kreuzschraube drin. Na, das gibt jetzt einen Spaß, die da rauszubekommen. Ja. Wer zum Geier klebt Akkus ein? Okay, die mit dem Apfel, ja. Ja, es gibt wohl nur eine Möglichkeit, den Kleber lose zu bekommen und das heißt, die Akkus heiß machen. Das macht natürlich besonders Spaß, denn do not disassemble, puncture, crush, heat or burn. Also, heating is great. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Immer von der Rückseite das ganze Case erwärmt. Dann mit hier dieser Karte drunter gegangen und versucht den Kleber zu lösen. Der ist extrem stabil. Das sind zwei Streifen, die einmal über den Akku drüber gehen. Aber mit etwas gutem Willen und einer kleiner Prise Gewalt kommt man da auch noch durch. Danach habe ich dann einmal im Akku gewackelt und hatte ihn plötzlich in der Hand und Vorwarnung. Ganz böse Sache. Da ist ein Teil vom Akkuverbinder abgebrochen. Der hätte eigentlich so nicht rausgehen dürfen. Also bitte nicht nachmachen. Und da haben wir die leicht geblähten Akkus. 3,82 Volt. Okay. 14,15 Wattstunden pro Stück. Und wir haben sogar eine Sicherung drin, wie es aussieht. Nur gut. Manufactured 2017. Ja, 2 Jahre gehalten. Ja, was ich jetzt dummerweise nicht habe, ist hier diesen komischen Apple-Stecker, diesen Lightning-Stecker. Das heißt, ich kann auch gar nicht gucken, ob es jetzt überhaupt noch funktioniert. Das würde ich aber gerne. Das heißt, ich besorge mir jetzt erstmal noch einen Lightning-Ladegerät. Klemm den ganzen Kram wieder an, den Monitor und so, und probiere es dann mal ohne Akku, ob es dann noch läuft. Wenn es das tut, neuen Akku bestellen und ihr habt ja gesehen, einfach rein. Und dann wird das schon irgendwie gehen. Ja, ups. Ich habe gerade noch mal ein bisschen im Internet nachgelesen, habe zwei Sachen gefunden, die jetzt ein bisschen doof sind. Nummer eins, der Akku hätte gar nicht rausgehen dürfen. Normalerweise muss man das Mainboard dafür rausholen, weil hier drunter, wo die Schraube reingeht, da ist ja, so ein Pfosten, der von unten hochgeht. Da geht entsprechend die Lasche da rein. Und ja, normalerweise muss man das Mainboard rausholen, bevor man den Akku rausholen kann. Ich habe das jetzt anscheinend so gebogen, dass es trotzdem ging. Nummer zwei, was mir noch entgegengekommen ist: Die Elektronik hier drin ist ein bisschen mäh. Also, ich kenne das so, dass es eine Powerschiene gibt und davon versorgt sich das Mainboard. Das macht das iPad nicht. Das iPad versorgt sich immer vom Akku. Das heißt, es ist nicht möglich, jetzt einfach hier Strom zu holen. Ich habe mir inzwischen mal ein Dings besorgt. Ich kann jetzt also nicht einfach hingehen, den hier einstecken und dann das Ding booten. Ja, kann das iPad nicht. Ohne Akku lässt es sich nicht einschalten. Ist doof, aber naja, so ist es jetzt halt. Vor allen Dingen ist das halt doof, weil ich kenne zum Beispiel so, ich glaube in Flugzeugen war es, wo sie die iPads wirklich einbauen und da macht es absolut keinen Sinn, einen Akku drin zu haben, wenn die Dinger stationär sind. Whatever. Das ist jetzt so etwas, was wir gucken müssen. Was auch noch ist, irgendwo hatte ich mir die Schrauben rausgeholt hier. Die drei Stück von dieser Metallplatte, die hier drauf ist, für den Screen Connector. Und die eine von der Batterie. Das sind unterschiedliche Längen. Da muss man auch aufpassen, wenn man die wieder reinschrauben möchte, dass man die richtige Länge wieder benutzt.
Ansonsten, ich weiß nicht, ob hier nicht irgendwas unten drunter ist, was da beschädigt werden kann. Ich glaube zwar eher nicht. Das sieht mir so aus, ob die durchgehen. Nee, nee, Quatsch. Die drei hier, die sind tatsächlich auf dem Mainboard drauf. Das heißt, wenn man da die falsche Schraube reinschraubt, die zu lang ist vom Akku, dann kann es durchaus sein, dass man das Mainboard beschädigt. Und das wollen wir ja auch nicht. Nur gut, long story short, ich brauche also Nachschub. Und was ich gemacht habe, ist mir sowas hier besorgt. Der billigste Akku, der mir entgegenkam. Nicht schön, aber hey, vielleicht klappt es ja. Hat einen Stern auf Amazon, also kann nur schlimm sein. Ich hoffe, es reicht schon, das Ding hier in Betrieb zu kriegen. Anschluss ist richtig, Größe ist richtig. Auf der Rückseite haben wir hier auch sowas zum Abziehen mit den Klebestreifen, wenn man den wieder einkleben möchte. Also, ja, könnte passen. Januar 2019 hergestellt. Ja, wird schon schief gehen. Für den Einbau werde ich dann jetzt aber hingehen und dann doch den empfohlenen Weg holen. Das heißt also, ja, wohl oder übel das ganze Gerät auseinanderbauen und dann mal schauen, ob wir da sinnvoll drankommen. Ja, dürfte spaßig werden. Nächste Baustelle ist dann hier oben diesen Kamm da zu entfernen. Und auch da müssen wir aufpassen. Der hat unterschiedliche Schraubenlängen. Die linken beiden sind länger als die rechten beiden und ja, ganz toll. Wenn man die Metallschiene dann entfernt hat, dann liegt das Mainboard soweit frei. Und dann geht es darum, die ganzen Stecker zu entfernen. Angefangen hatte ich oben in der Mitte. Da ist erstmal eins von so einem Flexkabel, was von links kommt oder von euch aus oben. Darunter ist eins von der Kamera. Auch das muss raus. Dann habe ich mir hier diese Antennenstecker vorgenommen. Das ist etwas problematisch. Da klebt Kleber drauf. Da muss man eventuell ein bisschen nachhelfen. Ansonsten haben wir hier rechts noch eine geschraubte Metallkappe. Darunter ist auch noch eine, also Metallkappe weg und dann den Stecker da raus. Und wenn wir schon in der Ecke sind, oben nochmal zwei Stecker, Kamera und ich glaube der Powerbutton war's. Im unteren Bereich gehen beim Lightning-Stecker zweimal die Boxen rechts und links ab. Da einfach den Klebeband entfernen, aufklappen, dann kann man die rausziehen. Der Lightning-Stecker selbst, der ist mit vier Schrauben fest. Zwei kommt mal so ran, zwei klebt ein bisschen von so Schaumstoff drüber, muss man einmal wegmachen. Und wenn er losgeschraubt ist, muss man da auch nochmal mit einem Plektrum oder so den Kleber lösen von diesem Flachbandkabel, was in Richtung Mainboard geht. Und oben bei den Antennenkabel einfach das Klebeband ein bisschen auf Seite, dass das Mainboard frei ist. Theoretisch ist das Mainboard damit lose, praktisch wie üblich geklebt. Das heißt auch hier von hinten warm machen das Gehäuse und dann irgendwie mit Checkkarte, Plektrum und Co. das Ding da rausholen. Und wenn wir das Board schon mal draußen haben, gucken wir uns das auch an. Erstmal hier die Stelle, da sieht man nämlich schön das, was ich eben mit den Schrauben meinte. Wir haben hier auf dem Board so einen Metallklotz aufgeklebt, der hat ein Gewinde drin, da gehen die einzelnen Schrauben rein. In dem Fall hier, wenn wir das Ding mal rumdrehen, da ist das Ganze nicht so schlimm, wenn wir da eine zu lange Schraube reinmachen, der ist nämlich nach hinten durchgängig. Das ist aber nicht immer so. Zum Beispiel an der Stelle hier, wenn wir da gucken, da haben wir auch wieder diesen Metallklotz. Aber durch die Bohrung sehen wir nicht die blaue Matte im Hintergrund. Da ist wirklich das Board noch dazwischen. Auch wenn wir von hinten gucken, da ist nichts, wo das Bohrloch dann rauskommt. Das heißt, wenn wir an der Stelle hingehen und eine Schraube reindrehen, die zu lang ist für dieses Bohrloch, dann fangen wir an, die Schraube in das Board reinzudrehen, können da Traces beschädigen. Das ist dann dieser böse, böse Long Screw Damage, womit quasi das Board erstmal kaputt ist. Und da muss man wirklich aufpassen, weil selbst wenn wir hier drauf gucken, unter dem Mikroskop, also die Längenunterschiede, sie sind teilweise nicht wirklich gut zu erkennen. Weiterer Hinweis, hier dieses Ding, wo das Flexkabel zum Lightning, zur Lightning-Buchse reinkommt, das sieht ja aus wie ein Stecker, ist es nicht, wenn wir das Klebeband wegmachen, das scheint irgendwie gelötet geklebt zu sein. Da sollte man also besser die Finger weglassen, da können wir eher Dinge kaputt machen, als dass wir da was auseinanderbekommen. Speaking of Lightning-Stecker, wenn wir uns den mal angucken, da sind einfach nur so Federkontakte. Die sind auch nur von einer Seite da. Das heißt, bei Lightning macht es durchaus was aus, ob ihr das richtig rum oder falsch rum reinsteckt oder in welche Richtung. Es gibt ja kein richtig und falsch bei dem Stecker. Und wenn wir bei Federkontakten sind, kurzer Blick auf den Batterieverbinder hier. Da sehen wir zwei Sachen. Zum einen mal die Kontakte selber. Wir haben zwei große in der Mitte, Plus und Minus wahrscheinlich. Und dann drei ganz kleine an den äußeren Sachen. Das dürfte irgendein Datensignal, Datenbus dann sein, der mit dem Akku da kommuniziert. Was wir ja auch ganz gut sehen können, wenn wir den so ein bisschen neigen, dass diese Bohrung, die geht wirklich in das Board rein, in den Stecker. Und da kommt von unten vom Gehäuse dieser
Metallzapfen und der geht auch wirklich da rein in diese Bohrung hier. Und deswegen ist es theoretisch nicht möglich, den Akku rauszuholen, ohne das Mainboard auch komplett zu entfernen. Jedenfalls nicht, ohne da Dinge zu beschädigen. Und hier können wir es zum Beispiel mal vom neuen Akku sehen. Da sehen wir hier oben ist wirklich eine komplette Rundung und da geht auch ein Trace drüber. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwo hingeht, also selbst wenn es abbricht, müsste das noch funktionieren. Aber man sollte es wohl besser nicht probieren. Ansonsten werfen wir noch einen schnellen Blick auf das Board selber, was wir da haben. Wir haben hier die Verbinder zu den Boxen, der am Lightning-Port da in der Nähe ist. Hier können wir auch ganz gut sehen, wie weich da teilweise das Plastik ist. Also ich habe eben wirklich nur mit der Pinzette die Dinge hochgeklappt und trotzdem ist hier an der Seite schon das Plastik, dass es sich am Auflösen ist. Ist zum Glück nur von der Halterung, also nichts, was technisch uns da interessiert. Ansonsten, Board sieht okay aus. Hauptplatine und so ist ja unter der Metallabdeckung. Auch hier die Bohrlöcher sehen alle okay aus. Die Kontakte vor allen Dingen sehen okay aus. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man die schräg rauszieht. Da kann es schon mal Kurzschlüsse geben, dass was kaputt geht. Das ist im Übrigen der linke fürs LCD und die zwei anderen rechts sind, glaube ich, für den Digitizer, also den Touchscreen. Gehen wir weiter. Batterieverbinder ist nicht viel zu sehen. Haben wir ja die andere Seite schon gesehen. Viele Schirme und so Metallkappen. Dann haben wir hier die Antennenverbinder. Das sind diese UFL, heißen die, glaube ich, mit dem Kleber entsprechend. Hier beim einen habe ich es mit abgezogen. Mit dem hier mache ich das mal gerade noch auf Seite, dass der mir gleich nicht dazwischen kommt, wenn ich das Ding wieder zusammensetze. In der Nähe haben wir dann auch den kleinen hier. Das sieht mir aus wie so ein Temperaturfeuchte, eventuell Luftdrucksensor. Kann sein, dass sowas sogar drin ist. Und auch die ganzen anderen Verbinder hier sehen jetzt nicht so aus, als ob da irgendwas kaputt gegangen ist bei meinem Ausbauversuch. Hier dieses Filz ist im Übrigen einfach nur draufgelegt, also es ist noch nicht mal fest. Okay, gut. Ist wahrscheinlich einfach nur für Akustik oder sowas. Und auch oben der kleine, dieses kleine Eck vom Board. Nicht mehr viel zu sehen. Sieht gut aus. So, versuchen wir das mal hier wieder einzubauen, während draußen das Gewitter loslegt. Ich lege die jetzt einfach mal lose rein, ohne hier diesen Kleber da zu machen. Denn ich hoffe, das reicht erstmal so. Jetzt natürlich hier gucken, dass wir das hier einfädeln auf dem Ding, möglichst gerade. So, ja, gerade sieht anders aus, aber zumindest der Connector hier ist gerade. Ja, so viel zum Thema günstigster Akku. Wenn der Verbinder schief drin sitzt, dann wird das wahrscheinlich eher wenig geben. Gucken wir mal, passt das da drauf? Eher ja. Die Sache ist, was ist das Minimum, was ich benötige, um das Ding hier einzuschalten und zu gucken, ob es funktioniert? So. Ist natürlich jetzt toll. Ich habe so schön gesagt, ich klebe den Akku noch nicht ein. Und was ist jetzt? Klebt er da drin? Ja, okay, und mein Bit an den Magneten. Wo ist denn meine Telefonkarte hier? Nee. Na egal, noch ist nichts angeschlossen. Noch kann ich in Ruhe auch mit Metall dran rumarbeiten. Ein Anschluss, zwei Anschluss, drei Anschluss, vier Anschluss. Alle Anschlüsse da. Ausrichten und Kontakt. Ich habe Kontakt zum Akku und nichts wird heiß. Ich meine ganz ehrlich, man hätte wahrscheinlich auch einfach hier hochhebeln können und den Akku drunter schieben. Das hätte eventuell funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das Logicboard das so mag, wenn man so stark flext. Das ist schon mit meiner SIM-Karte da, die ich drunter geschoben habe, eher uncool, aber lässt sich halt in dem Fall hier nicht anders machen, dadurch, dass alles geklebt ist. Ja, die Schraube müsste man reinmachen, das ist jetzt aber die kompliziertere. Ups, vermute ich fast, denn dummerweise müsste ich dafür wissen, welche die richtige Schraube ist. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, die wären alle gleich lang. Und entsprechend die vier Schrauben waren es ja, glaube ich, 1, 2, 3, 4, alle in eine Kiste geschmissen. Ja, schauen wir mal, ob wir da die richtige rausfinden. Dang it, und so viel zum Thema, ich klebe die Schrauben an. Eine fehlt. Ich habe schon die dumpfe Befürchtung, welche das sein könnte. Weil hier sehen eigentlich alle gleich lang aus. Och bitte, fehlt jetzt wirklich die wichtigste Schraube? Und hey, wenn was schief läuft, dann richtig. Das ist natürlich auch die einzige 1,8er Schraube, die in dem ganzen Gerät verbaut ist. So viel also zum Thema, gut, dann holen wir sie woanders her. Ja. Was ich noch hätte, wäre eine 2 mm Schraube, aber ich habe die Befürchtung, das ist ein anderer
Durchmesser. Ich meine, ich kann erstmal eine 1,6er probieren. 1,6er müsste man eigentlich ein paar mehr haben. Vielleicht greift die ja schon. Das waren hier oben die linken. Das waren 1,6er Schrauben. Ja, die packt. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn die packt, dann reicht das. Okay. Dann holen wir gerade uns hier noch eine 1,6er raus. Können wir mal gucken, ob das der gleiche ist. Aber ich fürchte, ja doch, könnte. Das ist nie im Leben die gleiche Länge. Entweder hat da jemand was falsch übersetzt. Oder es sind unterschiedliche. Nee. Whatever, der linke war ja durchgehend. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach den hier mal, stecke wieder alles ein, weil der erst Sinn macht und wird dann die versuchen, links reinzudrehen. Da kann ich eigentlich nicht so viel kaputt machen. Berühmte letzte Worte, ich weiß. Ne, greift und hält. Muss reichen. Dann schauen wir mal, was der Monitor dazu sagt. Und das ist jetzt natürlich doof, oder? Ah, wartet. Ich glaube, ich kann den Strom auslassen, bis der Monitor dran ist. Das ist wahrscheinlich deutlich besser. Denn Problem bei den Monitoren ist, ich meine, das hier müsste noch ein LCD-Monitor sein. Wir brauchen eine Hintergrundbeleuchtung. Und die hat relativ hohe Spannungen. Und hohe Spannungen und Dinge einstecken verträgt sich nur so mäßig. Da kann man schnell schon mal irgendwie einen Pin kurz schließen und ja, wenn das an die falsche Stelle geht, hat man danach eine kaputte CPU oder ähnliches. Okay, nächster Versuch. Dann schauen wir mal, ob er was tut hier. Glas wieder halbwegs runterlassen. Muss das nicht schön sein. Muss nur reichen zum Testen. Gucken wir mal, dass wir etwas Strom hier hinbekommen. Okay, einmal Lightning. Tada! Irgendwas lebt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, das sieht doch prinzipiell schon mal gut aus. Ich meine, es ist mit dem WLAN verbunden. Der Touchscreen scheint zu funktionieren an allen Ecken und Enden. Jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann. Akku 67%. Dann würde ich mal sagen, den lassen wir einfach mal eine Zeit lang laden. Dann gucken wir mal, ob es auch auf dem Akku funktioniert. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Was kriege ich immer zu hören? Ich benutze diese Apple-Geräte, weil sie so gut funktionieren. Ich weiß ja nicht, aber das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass sich irgendeine App vor meiner Nase aufhängt und ich habe es jetzt seit, was weiß ich, 3-4 Minuten bedient. Ei. Aber hey, gucken wir mal ein bisschen rund. Also die Flecken im Display, die lasse ich jetzt mal durchgehen, als der Akku ist halt nicht ganz eingebaut. Kaufen, ausleihen, schön, ich hätte gern Trailer gehabt. Gibt's wohl nicht, oh doch, Trailer, yay. Gucken wir mal, ob das geht, ob Sound geht. Jupp, Sound geht. Ja, Tag plus plus, funktioniert noch. Ich habe es gestern mal bis 80% geladen, habe dann das nächstbeste Free-to-Play-Spiel installiert, einfach um den Akku zu ziehen. Hat funktioniert und drei Sachen dabei gelernt. Nummer 1, ja, offensichtlich der Akku funktioniert. Es hat irgendwie so 7 Stunden gedauert, um den von 80% auf 10 runterzukriegen. Zweite Erkenntnis, so ein iPad kann ganz schön heiß werden. Und dritte Erkenntnis, die Spiele sind noch genauso grausig wie damals. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt geladen, 100% steht hier. Es sind natürlich ein paar Sachen, die man hätte besser machen können. Zum einen vielleicht vorher die Anleitung lesen, aber das wäre langweilig. Zum zweiten, Akku ist jetzt natürlich nicht eingeklebt, wobei genügend Klebereste auf der Rückseite sind, die sollten das drin halten. Und ich habe auch den Kleber hier an der Außenrand vom Bildschirm nicht erneuert. Hätte man eventuell auch tun können, aber auch da sind noch halt noch Klebereste, mindestens mal hier an der Seite, wo der Akku das hochgedrückt hat, wo ich also nicht selber das weggeschabt habe. Aber auch ansonsten, das Ding ist jetzt hier nicht so, dass es auseinanderfällt. Ich denke mal, das kann so bleiben. Das sollte sich eigentlich nicht bewegen. Gut, ich würde mal sagen, damit ist... Wo ist der Stromschalter? Damit ist halt der Akku jetzt getauscht. Hat er es gekostet? Was hat der Akku gekostet? Irgendwie 20, 30, 40 Euro vielleicht.
ein bisschen was an Werkzeug, was man als Bastler wahrscheinlich ohnehin schon hat. Und ja, damit tut auch dieses seltsam konstruierte Spielzeug wieder das, was es soll.